Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Piratenleben. Ja, wir waren ja hier in der kleinen Gammelbude hier und haben uns die Tagebücher alle durchgelesen. Haben wir die eigentlich alle durchgelesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber was haben wir denn da? Okay, da ist noch so eine Dingen. Dann habe ich in der Kiste des Kapitän Flint gefunden. So. Probieren wir gleich mal aus hier. Aha, Steintafel. Ja, Vertiefung. Neuer Tagebucheintrag. Müsste doch. Nee, doch. Ich habe die bla bla bla. Damit ist hoffentlich endlich Schluss mit den Illusionen. Ja, dann hoffen wir das mal. Ah, okay, gut, da kommen wir wieder raus. Ja gut, wenn wir jetzt schon hier sind, ne? Können wir halt auch mal direkt reingehen. Ich muss gerade mal gucken, ob alles bereit ist, sag ich mal. So Ausrüstung mäßig. Ach egal, komm. Drauf geschissen. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein. Wir sind drin. Wir sind drin. Ach. Freu. Gepriesen sei Adonis, der seine Hand schützend hält über das Volk Jakindas. Sein Odem führt unsere Schiffe an die fernsten Küsten. Seine Fürsprache macht unsere Armeen unbezwingbar. Ihm zum Dank müssen wir den 10. Teil aller Schätze opfern. Nachdem die Krieger die Gaben vor dem Altar ausgebreitet haben, beginnen die Priester mit der Bespreisung Adonis. Also ihre Gebete öffnen den Kopf in der Mitte des Altars, welcher die geheiligte Figur aufbewahrt. Nur mit ihr können die Priester den Zugang zum heiligsten Teil des Tempels öffnen. Schön. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Pulte durch, ne, und könnt ihr dann Selina Bescheid sagen, dass sie hier reingehen kann, wenn sie will. Oder was weiß ich. Gepriesen sei Adonis, der seine Hand, also das gleiche, nee, ne, hält über das Volk Jakindas. Sein Odem führt bla bla bla, kennen wir schon, ihm zum Dank müssen wir, ja, kennen wir schon. Die heilige Figur in den Händen stellt sich der Hüter des Tempels direkt vor den Altar und ruft die uralte Beschwörung. Wat Yeredra Akanta eröffnet damit den Zugang zum Heiligtum. Alles klar. Haben wir hier irgendwas, das wir mitnehmen können? Natürlich, eine Steintafel. Ist da noch eine irgendwo? Nö. Schade. Ein Runentisch, okay. Also hier ist ja echt viel los. Aber okay, besser als gar nichts, ne? Ich bekomme mal eine Fackel, ne? Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Kann ja immer mal passieren. Okay, das ist einfach nur ein Alchemietisch, alles klar. Hier, nix. Geht's da hinten irgendwo hin? Nein. Irgendwo ein Knopf oder sowas? Nein. Nein, gut, dann lesen wir einfach mal weiter. Ja, würde ich sagen, von links nach rechts, ne? Das kann ich nicht lesen. Oh. Sag an, echt? Also ich hätte es lesen können, das muss ja, ist ja Grundschulwissen hier, ne? Das kann ich nicht lesen. Ach komm. Kann man doch leicht erkennen. Ich sehe da kein Problem. Das kann ich nicht lesen. Boah, Weichei, ey, komm. Jetzt halt in Deutsch besser aufpassen müssen, ne? Das ist halt Grammatik, ne? Das muss man können. Gut, dann würde ich sagen. So, in die Pyramide gehen wir gleich, beziehungsweise demnächst. Jetzt kann die Fackel wieder weg. Und jetzt gehen wir erstmal nochmal zum Schiff und sagen Selina Bescheid, weil ich glaube, die muss da rein. Oder was heißt muss? Sie will ja irgendeine Bibliothek finden oder sowas, ne? Genau. Selina hat mal, ich soll ja schnell umziehen kann. Also habe ich mir jetzt mal im Schnelldurchgang vorgelesen. Mensch, wo war denn jetzt das Schiff wieder? Oh, Snapper, geil. Egal, kriegen wir hin. Einfach draufrennen. Angriff ist die beste Verteidigung. Gesehen. Uns ist nichts passiert.
Okay, ich würde sagen, geradeaus war es, oder? Hoffentlich. Ich denke schon. Ja, genau, da hinten ist der Altar. Da hinten, wo die Harpyien waren. Dann ist hier hinter dem kleinen Hügel da, beziehungsweise hinter dem Waldstück hier, also Waldstück, ne? Müsste dann eigentlich das Schiff sein, also beziehungsweise auch das Lager, das gerade erbaut wird. Aber wahrscheinlich niemals fertig sein wird, weil dann das Spiel schon längst vorbei ist und die, was weiß ich, umsonst hier rumgammeln. Die werden sowieso nie damit fertig, dann kriegen die nie hin. Ach, wir müssen ja auch noch, genau, mache ich als erstes, wir müssen ja nochmal zu Henry gehen, ne? Jetzt haben wir die Illusion ein Ende. Also der Spuk, ne? Alligator Jack hier. Passt auf, dass nichts passiert. Auch wenn sowieso nie was passiert. Huch. Ach, einfach durchs Feuer gerannt, ne? Einfach mal rein. Oh ne, jetzt kommen wieder die Wellen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen leiser. Ach ja, so gut. Hier. Ich rede einfach lieber nicht so viel, wenn die Wellen so, ja, ne, so laut sind. Das ist einfach ein bisschen kacke, weil man da versteht man mich halt kaum. In dem Fall. Hey. Ja, gut. Die Illusionen sollten endgültig verschwunden sein. Das sind gute Nachrichten. Ha, da werden sich Matt und Morgan zu Tode ärgern, wenn unser Trupp sich mal wieder als der mit Abstand Beste herausstellt. Zur Sicherheit werde ich aber noch hier stehen bleiben. Vielleicht tauchen ja doch noch vereinzelte Wesen auf. Ja, sollten aber eigentlich nicht, ne? Aber okay, wenn du meinst. So, jetzt plätschert's wieder ein bisschen. Bring mich zum Schiff. Geht sofort los. Ein ereignislose Überfahrt später, ja, ja. Kennen wir ja alles schon zur Genüge, so. Was wollte ich jetzt? Ach, genau. Nein, da lang. Ist das nicht cool, unsere Klamotten glitzern? Das ist richtig cool. Richtig Hammer ist es. Ich bin in die Bibliothek von Pithaum gelangt. Sie liegt vom Schiff aus gesehen vorne auf der linken Seite der Insel und ist dort in den Felsen eingehauen. Gut gemacht. Ich werde mich langsam auf den Weg machen und treffe dich dort. Toll, kann ich da wieder hinrennen oder was? Boah, du machst ja aber echt langsam auf den Weg, ne? Merkt man. Oh Gott, naja. Gut, dann. Was nun? Hatten wir eigentlich die Tafel, eine alte Steintafel, zerbrochene Steintafelstück, aber immer noch, aha. Über die Artefakte. Was? Die Besiedlung Pithaums. Ah, okay. Die Besiedlung Pithaums 1. Was? Sarutemis, hoher Würdenträger der Kaste der Gelehrten, bereiste die See um Jakinda. Eines Nachts bot sich ihm ein wunderbares Schauspiel. Das Meer am Horizont glühte rot und spuckte Rauch. Na, ganz toll. Er befahl dem Kapitän, auf die Erscheinung zuzuhalten. Als der Morgen graute, offenbarte sich, was geschehen war. Athanos hatte in einer Nacht einen Felsen aus dem Meer erhoben. Sarutemis deutete dies als eine Botschaft von Athanos und kehrte unverzüglich nach Jakinda zurück. Ach, ja toll. Was? Zugang zum Tempel? Ach so, okay. Zum Öffnen des Zugangs muss man die Worte... Ja, da kann er rufen, während man vor dem Altar steht. Ach, das ist in der Pyramide, oder was? Ja, glaub schon. Selina, ist mal bei der jemand hier. Okay, gut. Ich sagen, wir gehen wieder an Land. Ah, da oben ist das Horn. Ich habe schon gedacht, das ist jetzt weg. So, jetzt gehen wir wieder zurück, also wieder durch den Wald, bis zu der verkackten Pyramide, aber was sein muss, muss sein, muss sein. Naja gut.
Boah, ey, ohne Scheiß. Ich wäre nicht so, wär nicht so gern einer von denen, die stehen Tag und Nacht nur hier rum. Das ist doch langweilig, ey. Da kannst du kotzen vor Langeweile. Weißt du, und vor allem dann auch noch die Nacht durch, ne? Da willst du doch, oh Gott. Die sind irgendwie bestimmt so gentechnisch manipuliert, sonst kann man das gar nicht. Das kann kein normaler Mensch. Ja, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag nur an einer Stelle stehen. Aber okay, ist ja ein Spiel, ne? Aber ich meine, kann man ja mal ansprechen, ne? Schadet nicht. Schadet nicht, ja. Zumindest solltest du es nicht, ne? Hier war ja hier die Überreste von dem anderen Haus hier. Ja, hier sind überall Häuser, das ist unglaublich, ne? Was ist das da hinten? Ja, ich glaube schon, da ist doch irgendwo die Pyramide. Boah, warte, das ist jetzt überlebenswichtig, ein Heilkraut. Boah, ohne das hätte ich es nie geschafft, ohne Kack. Oder hätten sie wieder so aggressive Kackdinger? Hier so ein Zerkding. Die einen aus 50 Milliarden Kilometer Entfernung auf einen zurennen. Richtig aggressiv, ne? Aber ohne Scheiß, also die sind schon heftig, ne? Weil normalerweise kann man sich ja ein bisschen ranschleichen an die Viecher oder so. Es geht bei denen nicht. Egal wo man ist, man kann auch hinter Felsen sein, man kann auch durch die Luft fliegen. Die merken, bemerken einen trotzdem. Das ist eigentlich, mach es egal. Komm. So, die Pyramide. Die große Pyramide, die eigentlich gar nicht mal so groß ist. In Ägypten, die sind größer, das weiß ich aber ganz genau. So, zerbrochener Behälter und jetzt? Ist ja der Hammer. Hallo. Ich muss irgendwas sagen oder so, ne? Moment, Zugang zum Tempel. Ach, ich gehe erstmal nochmal runter zum Dingen. Und vielleicht kann mir die Selina ja mehr erzählen. Vielleicht komme ich dann irgendwann mal zu irgendwas. Komm endlich mal weiter, ohne Scheiß. Das ist irgendwie ein bisschen bekloppt momentan. Aber okay. Dann gucken wir mal, ob sie schon da ist im Tempel. Oh Mann, ey, das ist echt langweilig, ne? Naja, kann man nichts machen. Es muss doch auch noch irgendwo irgendwas geben, was wir großartig machen können. Vielleicht auch noch ein paar Nebenquests. Also wie mir das gerade vorkommt, scheinen wir uns wirklich dem Ende zu nähern, denn keine Ahnung, das verspürt man irgendwie. Oh. Was? Ein Drachensnapper? Hat nur auch noch nicht, oder? Hier, so ein. Naja, gut. Warte, ich mach schon mal die Fackel an. So. Damit wir sie auch finden, weil die ist ja so schwer zu sehen, weil sie ja so durchsichtig ist. Ja, ein Geist, jetzt ist er nicht da, ne? Aber ich finde sie wieder nicht, kann auch sein. Boah, komm. Kann doch echt nicht wahr sein, wo ist denn die jetzt? Die ist hier nicht, ist egal. Moment, war da irgendwas? Kann gerne noch mal gucken. Nö. Au, oder ist sie doch da? Nö. Hm. Okay. Haben wir irgendwas, irgendwie, kleine Figur, ein winziger Steinwächter, ja. Okay, ist gut. Haben wir irgendwas? Wir könnten mal zum Dingen. Erstmal mit denen hier reden, vielleicht.